Wir sind alle entsetzt. Wir sind einem Betrüger aufgesessen. Und die Universität hat daraus die Konsequenzen gezogen und ihm den Grad aberkannt. Niemand hätte sich vorstellen können, mit welcher Dreistigkeit hier ein Plagiat eingereicht wird. Glauben Sie, dass er bewusst, dass er mit Absicht getäuscht hat? Für mich steht außer Frage, dass er zu Gutenberg ein Betrüger ist. Er hat planmäßig plagiiert, er hat eine Collage von Plagiaten angefertigt, über hunderte von Seiten. Und er glaubt, er hat es nicht getan. Er stellt eine Dissonanz fest zwischen dem, was er objektiv getan hat und dem, was er subjektiv getan haben will. Das ist absurd. Wie kann jemand etwas tun und nicht wissen, was er tut? Das ist eine große Frage, die am Ende dieser Woche offen bleibt. Woher kommt diese Fehleinschätzung des Ministers über sein Handeln? Wenn ein Student bei Ihnen eine solche Arbeit abliefern würde mit den objektiven Passagen, die von anderen abgeschrieben worden sind, was würden Sie dem sagen, wenn er sagen würde, das hätte er gar nicht bemerkt? Ich würde ihn auslachen. Also das kann man sich nicht vorstellen. Die Leute wissen, was sie tun. Wir reden ja hier nicht über einen Studenten im zweiten Semester, der in einer Patchwork-Kultur groß geworden ist. Wir reden jemand, der eine Arbeit abgibt, am Ende eines langjährigen Promotionsverhältnisses, am Ende von jahrelangen Gesprächen mit dem Betreuer. Natürlich gibt es Studenten in Anfangssemestern, die noch nicht den wissenschaftlich korrekten Umgang mit Texten kennen. Den bringen wir ihnen bei. Aber wir reden hier über einen ganz anderen Fall. Ist das für Sie auch aufgrund Ihrer professoralen Erfahrung, Ihrer beruflichen Erfahrung in irgendeiner Weise glaubhaft, dass das nur ein Irrtum sei, ein Versehen? Wie wollen Sie etwas bewerten? Jemand schreibt 400 Seiten und das ist eine Collage. Das ist von Anfang an als Collage geplant. Das ist doch kein Versehen. Hier geht jemand bewusst vor. Der Mann hatte einen bewussten Vorsatz des Plagiierens. Mir ist vollkommen schleierhaft, wie er diesen Vorsatz bestreiten kann. Mich würde, darf ich ehrlich sein, die Einschätzung eines Psychologen interessieren, was ein Psychologe zu einem solchen Fall von Wirklichkeitsverdrängung meint. Die Kanzlerin geht fehl in der Annahme, dass der Doktorgrad irrelevant wäre für die Ausführung seines Amtes. Entscheidend in dieser Frage ist doch seine Wahrnehmung von dem, was er getan hat. Und die divergiert von dem, mit dem, was er objektiv getan hat. Das ist die politische Dimension dieses Skandals. Vielleicht noch einmal andersrum gefragt, die Tatsache, dass er bei seiner Doktorarbeit geschummelt hat und die Art und Weise, wie er sich jetzt verteidigt, wie er darauf reagiert, ruft das bei Ihnen noch Zweifel an seinen Fähigkeiten als Verteidigungsminister, an seinen Fähigkeiten, ein solches Amt zu führen, wach? Das politische Berlin muss sich schon die Frage stellen, ob jemand das Amt eines Bundesministers ausüben kann, der X tut, aber in Abrede steht, dass er X getan hat. Wer solch eine Selbsteinlassung vornimmt, von dem muss man fragen, wenn er in diesem Fall nicht wusste, was er tut, weiß er es denn in anderen Fällen? Vielleicht noch eine letzte Frage, die ja auch gerade für Sie und alle diejenigen, die in der Wissenschaft arbeiten, wahrscheinlich jetzt besonders wichtig ist und auch viele, viele Leute in der Wissenschaft bewegt. Befürchten Sie Auswirkungen oder welche Auswirkungen könnte der Umgang mit dieser Plagiatsaffäre haben für die Wissenschaften, für die Reputation der Wissenschaften in Deutschland? Es ist natürlich erst einmal ein Schock, nicht nur für uns in Bayreuth, sondern ich denke für die Scientific Community insgesamt. Es ist auch einfach ein Ausmaß an Dreistigkeit, das wir noch nicht erlebt haben. Ich glaube aber, dass die Wissenschaft aus dieser Situation gestärkt hervorgehen wird. Wir haben gesehen, dass die Qualitätsstandards streng überprüft werden, Plagiate aufgedeckt werden. Wir wünschten, wir hätten sie früher aufdecken können, aber sie werden aufgedeckt. Solche Leute haben keine Chance und es werden die Konsequenzen gezogen. Die Gremien der Universität haben schnell und solide gehandelt. Insofern können Sie auch sagen, ist die Welt auch wieder in Ordnung? Ich meine, wo Menschen handeln, passieren Fehler. Wichtig ist, diese Fehler rechtzeitig zu erkennen und sie zu sanktionieren. Beides, denke ich, ist geschehen, wenngleich man sich natürlich das alles ganz anders gewünscht hätte. Halten Sie es denn für angemessen, dass der Minister im Amt bleibt, angesichts der Schwere der Vorwürfe und auch der Frage, welche Konsequenzen solches Verhalten auch in der Wissenschaft nach sich zieht?
Also als Wissenschaftler wäre der Mann erledigt, das ist gar keine Frage. Es steht mir nicht zu, als Wissenschaftler jetzt politische Konsequenzen zu fordern. Als Staatsbürger freilich möchte ich doch schon sagen, ich wünsche mir Minister, die wissen, was sie tun und ein Verantwortungsgefühl für ihre eigenen Handlungen haben. Und die Art und Weise, wie der Minister in der letzten Woche mit der Causa umgegangen ist, lässt bei mir als Staatsbürger erhebliche Zweifel an seinen charakterlichen Fähigkeiten zur Selbsteinschätzung seiner Handlungen erkennen.